Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf den Raver von Kalle, den Ultramapper. Ja, 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 das ist Kalle, der alte Fuchs, ne? Kalle ist ein Ultramapping-Man. You know it, ne? You know it. Sollen wir eben gucken, ob wir das hier so ein bisschen abgeladen kriegen, ne? Wäre ja schon schick gefallen. So, wo wir das alle hinstapeln, weiß ich immer noch nicht. Normal, ne? Normal hier auf dem Kanal. So, da die Mehrweg da mitten im Weg stehen, da steht der Düngerstreuer. Und da ist der Strom. Dann laden wir das doch einfach da ab. Ist ja nicht so, als könnten wir es noch, ne? So, wir müssen Ballen wickeln. Deswegen habe ich die Presse jetzt erst ausgemacht. Aber da ich den Schlepper gerade eben mit dem Finger habe, laden wir irgendwo an. Das ist ja wohl kein Problem, oder? Da, das erste Hol ist auch schon fertig. Also kein Problem. Doch, ist ein Riesenproblem. Ich weiß noch nicht, wo wir die Silageballen hin tun. Das haben wir, glaube ich, ein bisschen viel Stroh. Nicht. Ja, viel zu wenig Stroh eigentlich. Das ist ein dummer Strahl, da glaube ich, wenn der Himmel beiseite steigt. Schwierig. Eigentlich brauchen wir... Ja doch, den brauchen wir. Wir kommen nicht mit Gülle so auf die Düngung, wie wir sie brauchen. Das ist das Problem an der Geschichte. Deswegen brauchen wir den. Aber der muss dann mal an der Seite. Hier steht er irgendwie voll im Weg, ne? Das geht so nicht. Eigentlich wollte ich ja mit Ballenwickeln ausprobieren, ob das auch alles so funktioniert, ne? Muss auch gerne machen. Den stellen wir laut Ordnung diese Inputs hier rein. Können wir dann später mit dem Comic eben komplett zurückschieben, oder? Geht das? Oh, guck mal! Geht! Nee, nicht. Ah, wenn du Frontlader runter machst, geht er auch noch weiter. Sven ist auch manchmal so ein Held, ne? Vor allem vom Erdbeerfeld, ey. Hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn ich den nicht abgehangen hätte. Und mich auch. Künstler vom Herrn für. So. Das haben wir auf jeden Fall. Sagen wir, wie es ist. Wir haben sogar den Düngerstreuer weggeräumt, dass wir Stroh vernünftig wegpacken können. Und wenn das jetzt klappt. Guck mal. Das hätte ich ja jetzt nicht mitgebracht. Schicki fein, weh? Schau da hinten hin. Wenn wir dran kommen. Premium 5000. Premium 5000. Ich muss lauter reden, ne? Ja, Mokfi, nächstes Mal. Schick da. Jetzt steht er einmal wieder da, ne? Komisches Bienenhäuschen. Komisches Bienenhäuschen. Das wird nichts. Pedale sind auch schon wieder unter dem Dev-Vorstand. Das läuft. Meine Waren ist auch nicht so gut. Noch zwei. Vier. Nur zweimal vorne. Wenn wir Glück haben.
mal so dran. Die. Siehst du, die habe ich da scheiße hingelegt. Hat so geklappt, ne? Wenn die Kupplung ganz kommen lässt, ne, dann fährt der Schlepper auch komplett. Dann sind wir so halb durchgetrieben. Schickere. Sieht er nicht mehr? Okay, ich sehe auch was. Nicht wirklich, aber läuft. Ehrlich, die haben wir auch schon oder? Wir haben immer noch kein Milchfass, ne? Wir müssen mal Milchfass organisieren. Damit wir auch mal unsere Erzeugnisse verkaufen fahren können. Ja, jetzt sehe ich natürlich doch gar nichts. Davon eine ganze Menge. Passt. Jetzt Stroh wird bei Weitem nicht rein. Das ist jetzt nichts vor mehr. Da werden wir auf jeden Fall vom Zug kaufen müssen. Das ist leider so. Das machen wir mit Silage wieder weg, was wir da zu kaufen. Wir haben genug Fläche, dadurch können wir ordentlich Silage regenerieren. Machen wir einen ordentlichen Silage-Schub und verkaufen das Zeug. Und dann kriegen wir unser Geld ja auch wieder. Ja, wo unser Ballenwagen wohnt, weiß ich auch noch nicht. Aber es ist abgeladen. Das war das Wichtigste. Wenn wir nämlich Heu fahren müssen, obwohl, ja, dann kannst du bald besser so hin und her fahren, die Bahn. Die Silagebahn, ey, das wird auch noch so ein Traum. Jetzt gucken, wie das funktioniert. Ich wollte nicht unbedingt mit dem Frontlader wickeln, ne? Wir hängen das Ding jetzt hinten rein. Dann schauen wir mal. Welches Gerät hat? Ah, jetzt hast du den angehört, okay. Lord. Guck mal, unsere kleinen Quarkies da, ne? Denen geht's da richtig gut, du. Uff, ist auch schon wieder under the way. So, lange Rede, gar keinen Sinn. Lass uns mal eben den Ballenwickler dahinter schmeißen und probieren wir das erstmal aus, ob das auch alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. So ist der Plan. Wir fahren mit der Kirche ums Dorf, ne, weil alles irgendwie in den Weg steht. Das ist ja auch normal hier, ne? Hof ist zu groß. Zum Boden, ne? Das funktioniert. Ich bin gespannt wie Flitzeboden. Das läuft. Ja, ne? Motorrad teuer, ne?
müssten nur mal 12 Uhr fliegen, oder? Und da kommen wir gar nicht lang. Liegen uns dann nur im Weg. Chica. Da wird für mich zum Hof holen, müssen wir nicht zum Hof holen. Jetzt ist guter Rat teuer, ne? Wie lange brauchen die? 3 Tage? 4 Tage? Komm. Ja, das ist doof, wenn wir jetzt hier nicht starten. Ja, ja, Vorsicht, Vorsicht, danke. Moin, Kalle. Oh, hat der Hoppel jetzt direkt am Streifen laufen. Eieieiei, sieht auch scheiße aus, wenn du ihn stapelst, ne? Cool, wa? Das gefällt mir irgendwie. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass das Ding so genial ist. Bist du dran? Hier? Schwuppdiwupp? Schnappt er sich den? Cool, er gefällt mir, ganz ehrlich. Nein, nein. Ist zwar viel Arbeit mehr, oder mehr Arbeit, aber gefällt mir. Okay, ist jetzt hier, wenn du einen Gang drin hast. Warum hast du... Oh, ich habe aus Versehen Y gedrückt, ne? Schick. Macht man eigentlich nicht so. Und jetzt Ballen ablegen, Z, pass mal auf. Ich hab's so falsch gemacht. Chikra! Nicht automatisch ablegen. Das ist doof. Ja, irgendwie. Wohnen wir mal. Sag mal, mach doch den Gang einfach rein. Gang rein! Menno! Z? Ja, alles klar, danke. Das läuft ja echt Premium, Mann. Schön schön bei. Sack und Asche, bleibt er jetzt liegen, man. Ach, roll doch noch weiter. Komm mal. Nichts passiert, das läuft hier alle wie auf dem Profikonor. Nicht. Schikra. Ich hab mir noch eine Scheißstelle ausgesucht zum Ablegen. Sagen wir, wie es ist. Maschine und taktisch gut.
So, langsam aber sicher nehmen wir uns unserem Ziel. Das wird aber auch dauern, bis wir damit durch sind, du. Aber coole Sache, sagen wir, wie es ist. Oder? Was sagt ihr dazu? Ich finde das eine coole Sache. Kann man nicht anders sorgen. Aber liebe Leute, ich sage jetzt erstmal danke fürs Zugucken bisher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen und dann würde ich sorgen. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.